dieses Mädchen verbrochen und warum wird sie deswegen von den Lehrern an die Wand getaped? Heute stelle ich Schulbestrafung vor, die viel zu weit ging. Ich bin übrigens Matze, man nennt mich auch El Maggi und los geht's. Kegel der Schande. Ihr kennt bestimmt auch Bilder von früher. Der sah aus wie Kokosnusskopf von Netz ultimativer Schulwahnsinn. Nur die OGs kennen das noch. Einfach Kegel der Schande. Einfach so ein Maulkorb, ja? Für Kinder, damit die nicht zubeißen. Ja, auf den Schüler als Strafe eine Eselsmütze tragen mussten. Das war früher so, ja? Die mussten, das war die Eselsmütze. Und wenn sich jemand nicht benommen hat, musste man da so ein Ding tragen, ja? Also das war früher echt eine Demütigung. Heutzutage würden ja die Kinder dann alle drauf, dann setzen wir das Ding auf so. Aber damals war das echt krass. Sowas ähnliches hat auch eine Lehrerin aus Florida gemacht. Weil sie ihre Klasse nicht unter Kontrolle bringen konnte, hat sie den Störenfrieden einen Schutzkragen umgelegt. Das ist für Hunde. Das ist für Hunde, damit die nicht zubeißen, damit die keine Kinder beißen. Also was haben die für Mist gebaut? Haben die andere Leute gebissen oder warum wird ihnen hier so ein Maulkorb angelegt? Sowas müssen Hunde manchmal tragen, nachdem sie beim Tierarzt waren. Ja. Damit sie eine behandelte Wunde zum Beispiel nicht auflecken. Ach so, ja genau. Und damit die über eine Wunde nicht lecken. Die Schüler haben das Ganze aber fotografiert und auf sozialen Netzwerken geteilt. Als die Eltern und die Schule davon Wind bekamen, was die Lehrerin da tat, wurde sie natürlich sofort entlassen. Normal, da verlierst du deinen Job sofort. Das ist halt, das geht nicht. Magic Marker. Viertklässler aus der Declo-Grundschule in Ohio wurden dafür bestraft, dass sie zu langsam gelesen haben. Ihre Lehrerin... Klasse. Die haben nicht schnell genug gelesen. Erstmal Bestrafung. Und zwar mit einem Marker das Gesicht vollgemalt kriegen. Summer Larsen hatte die brillante Idee, den anderen Schülern zu erlauben, die Gesichter der langsamen Kinder zu bemalen. Am Ende des Unterrichts sollten die bemalten Schüler dann ihre Gesichter abwaschen. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Die Kinder, die ordentlich lesen konnten, die haben dann den Kindern, die zu langsam gelesen, durften die im Gesicht rumkritzeln. Mit einem Permanentmarker. Dinge ins Gesicht malen. Das ist demütigend. Doch unglücklicherweise wurde ein wasserfester Marker verwendet, um die Gesichter anzumalen. Und der ging natürlich... Permanentmarker! Viel Spaß beim Abkriegen! Da musst du mit Chemie ran, damit du das abbekommst. Natürlich nicht so einfach ab. Die Schüler hatten das Beweismaterial von der Strafe der Lehrerin also noch auf dem Gesicht, als sie nach Hause kamen. Die kommen alle so angemalt zurück. Die Eltern fragen, was ist denn mit euch los? Ja, das war die Lehrerin. Die ist danach safe auch ihren Job losgeworden. Also safe. Die Eltern von ihnen waren natürlich völlig außer sich und haben sofort die Schule kontaktiert. Ja. Eine Untersuchung wurde zwar eingeleitet. Die haben angerufen und erstmal gesagt, also wenn sie es machen, dann doch zumindest nicht mit einem Permanentmarker, sondern mit einem Stift, den man abwaschen kann. Aber überraschenderweise durfte die Lehrerin nicht nur ihren Job behalten, sie wurde sogar rein gar nicht bestraft. Ach krass, die durfte einfach weitermachen. Ja, da hat sie das wahrscheinlich irgendwie hingebogen oder das so argumentiert, dass das so klang, als hätte sie jetzt nichts Schlimmes verbrochen, sag ich mal. Die hat wahrscheinlich auch noch gesagt, yo, ich hab die ja nicht angemalt. Das waren ja die anderen Kinder. Einfach den anderen Kindern die Schuld gegeben. Bodenessen. Die Schüler einer Grundschule aus New Jersey haben die Aufgabe, die Behälter eines Wasserspenders auszuwechseln. Okay. 2008. Grundschule, da isst man noch ein kleiner Drei-Käse-Hoch. Da wiegst so ein Wasserkanister natürlich auch ordentlich, ja? Und den sollten die wahrscheinlich mit eigenen Händen wechseln. Das ist schiefgegangen und als Strafe mussten die ihr Mensa-Essen vom Boden essen, oder wie soll ich das verstehen? 2008 ist die stellvertretende Direktorin der Schule, Theresa Brown, aber sehr wütend geworden, nachdem ein Kind die Flüssigkeit über den ganzen Boden der Cafeteria verschüttet hatte. Ja, die wiegen auch. Guck mal, das sind hier kleine Drei-Käse-Hochs. Wie soll das denn gehen? Insgesamt 16 Schüler waren dabei und sie mussten als Strafe alle für die nächsten 10 Tage ihr Pausenbrot vom Boden der Cafeteria essen. Natürlich haben die Kinder auch ihren Eltern davon erzählt. Ja, wollte ich gerade sagen, als ob die Schule so ungestraft davonkommt, die Lehrer, wenn die sowas machen. Natürlich erzählen die Schüler das zu Hause bei den Eltern. Die müssen ihr Pausenbrot hier vom Boden essen. Immerhin muss das Pausenbrot nicht auf dem Boden liegen, sondern die müssen sich nur hinsetzen auf dem Boden. Und die waren selbstverständlich alles andere als begeistert. Ja. Die Eltern von 7 Schülern gingen sogar vor Gericht und verklagten die Schule dafür. Als Entschädigung für das Verhalten der Schule hat der Richter den Klägern eine Summe von $500.000 zugesprochen. 500.000! Einfach eine halbe Million! Da Geschäftsmodell entwickeln. In Amerika, du kannst reich werden, nur mit Verklagen. Das hat doch jemand auch mal irgendwie Geld bekommen, weil er gesagt hat, in einem Werbeslogan, Red Bull verleiht Flügel, dass es gar nicht Flügel verliehen hat. Und er hatte Geld bekommen. In Amerika ist alles möglich. Da verklagst du jemanden und wirst reich. Händchen halten. Zwei Jungen aus einer Highschool in Arizona wurden dabei erwischt, wie sie miteinander gekämpft haben.
Der Direktor der Schule hat den beiden erlaubt, eine Strafe zu... Gehört ja auch dazu. Also wir haben in den Pausen noch was ganz anderes. Wir hatten ein Spiel, da haben wir uns in den Pausen immer hier in die Zwölfe gehauen. Einfach den anderen Jungs aus der Klasse immer in die Zwölfe gehauen. Das war schmerzhaft, ja. Und ich weiß auch nicht, ob alle davon noch heutzutage Kinder bekommen können. Da sind die Fäuste geflogen. Wählen. Entweder werden sie für eine gewisse Zeit suspendiert oder sie müssen für 15 Minuten Händchen halten. Mit jemandem, den du hast. Einfach so 15 Minuten Händchen halten. Jemanden, den du so über alles hast und dich geprügelt hast einen Tag vorher. Anstatt ihren Eltern mitteilen zu müssen, dass sie suspendiert wurden, entschieden sich die Jungen für das Händchen halten. Was sie aber nicht gewusst haben, ist, dass sie das mitten auf dem Schulhof vor den Augen aller anderen Schüler... Guck, wie die sich schämen. Man kann es auch übertreiben, Mann. Ihr müsst 15 Minuten Händchen halten. Also so schlimm ist das jetzt auch nicht. ...machen müssen. Die haben sich lautstark über die zwei lustig gemacht, sie beleidigt und auch Fotos von ihnen geschossen. Die sind dann natürlich auch im Internet viral gegangen und so wurden die zwei international gedemütigt. Ey, sogar Zeichnung hier gemacht, oder was? Fanarts? ja, okay. Also für die scheint das eine wirkliche Demütigung zu sein. Also es ist ja eine erfolgreiche Strafe, Mann, weil man möchte ja erreichen, dass sie durch die Strafe halt lernen und sowas nicht nochmal machen, ne? Demütigt. Monsterkammer. Eine Lehrerin und ihre Assistentin in Texas haben ein Vorschulkind, das sich daneben benommen hat, zur Strafe in eine Kammer gesperrt. Aber nicht nur das, die Lehrerin hat auch noch das Licht ausgemacht, dem Kind gesagt, dass in der Kammer Monster sind. Boah, das ist ein bisschen zu heftig. Vor allem, ja, Kinder, klar, wenn die Mist bauen, die müssen irgendwie lernen, aber das hat panische Angst, da können Traumata entstehen, die noch bis zum Lebensende bleiben. Und dann die Tür zugehalten. Ja. Weil die anderen Schüler gelacht haben, hat sie noch drei weitere Kinder in die Kammer gesteckt. Nachdem... Das eine Kind lacht, ja du direkt mit. Da ist dem Kind das Lachen ganz schnell vergangen. Nachdem die Bestrafungsmethode aber bekannt wurde, hat man die Lehrerin und ihre Assistentin sofort entlassen. Natürlich. Ein paar Schuhe. Ein 5 Jahre alter Junge aus Mississippi wurde von der Polizei nach Hause gebracht, weil seine Schuhe die falsche Farbe hatten. Was? Hä? Die falsche Farbe? Haben die Schuluniform oder was und durften nur schwarze Schuhe? Der ist mit grünen Schuhen zur Schule gekommen. Ja, es gibt Schlimmeres. Direkt mit der Polizei nach Hause oder was? Haben die da keine anderen Probleme, die Polizisten? Die Kleiderregel der Schule gab vor, dass alle Schüler schwarze Schuhe tragen müssen. Die Eltern dieses Jungen hatten aber kein Geld für neue Schuhe und haben einfach mit schwarzem Edding die weiß-roten Schuhe des Kleinen übermalt. Nein, die haben das mit Edding. Anstatt dafür so Verständnis aufzubringen, aber auch krass, dass die Schule das nicht stellt oder das Land das stellt, sondern jeder selber noch für die Schuhe aufkommen muss. Ja, und denen mit der Polizei nach Hause zu bringen, das ist ein bisschen heftig. Die haben mit der Armut oder mit dem Geldmangel wahrscheinlich noch genug zu kämpfen, ne? Halt. Als die schwarze Farbe aber langsam wieder ausblich, kam die wahre Farbe der Schuhe ans Licht. Und die Schule tat, was viele für übertrieben. Da bräuchte man den Permanentmarker aus der ersten Schulstrafe, ne, wo die angemalt wurden. Blieben halten und schickten den kleinen Jungen mit der Polizei nach Hause. Vor allem als kleiner Junge ist so Polizei sowas richtig krasses, ja, und da mit nach Hause zugebracht zu werden, ist auch ein Trauma. Eine 15-jährige Schülerin wurde aus dem Jahrbuch ihrer Schule gestrichen, weil sie auf dem Foto angeblich zu sehr gelächelt hat. Die Schule hatte aber kein Problem damit, dass... Zu sehr gelächelt? Ist das wie Personalausweis, dass man so ein asymmetrisches, biosymmetrisches Bild, wo man nicht lachen darf, keine Zähne zeigen darf? Die hat gelacht und hat deswegen Ärger bekommen? Elizabeth Smith, Discovery Online Homeschool, Elizabeth Smith, 7. Klasse, Smith Homeschool Academy, Home Educated, Mary Smith. Okay, das ist die Lehrerin, wahrscheinlich ihre Mutter oder so. Und das ist so ein Homeschooling-Ausweis. Dass das Mädchen dasselbe Foto auch für ihren Schülerausweis verwendet hatte. Leibesvisitation. Ein Schüler hat den Lehrern mitgeteilt, dass eine andere Schülerin Ibuprofen-Tabletten in die Schule geschmuggelt hat. Wegen der Anschuldigungen musste die 13-jährige Savannah Redding eine schreckliche Prozedur über sich ergehen lassen. Also Ibuprofen sind erstmal Schmerzmittel. Ja, ich weiß nicht, ab welchem Alter die sind oder so, aber kann ja sein, dass die auch mitgenommen wurden, falls das Kind unter Kopfschmerzen leidet oder irgendwelche anderen Schmerzen hat oder gerade eine OP hinter sich hat oder so, dann muss man vielleicht auch mal Ibuprofen schlucken. Nachdem man in ihrer Tasche und in ihrem Spind keine Tabletten gefunden hatte, wurde sie gezwungen, sich vor den Augen der Beamten zu entblößen. Sie musste ihren BH ausziehen und auch ihre Unterwäsche wurde durchsucht. Hä? Boah, das ist natürlich als Kind hart. So, die musste halt durchsucht werden und dann haben die halt sich da hingesetzt und gesagt, jo, jetzt zieh dich aus. Fand allerdings auch dort keine Tabletten. Nee. Das 13-jährige Mädchen war so beschämt, dass sie nie wieder in die Schule zurückgekehrt ist. Ja, natürlich. Ist. April Redding, die Mutter der Schülerin, war so wütend, dass sie die Schule verklagt hat. Ja, normal. Der Streit ging sogar bis zum obersten Gericht, dem Supreme Court.
Dort wurde entschieden, dass die Rechte des Mädchens verletzt wurden und die Familie Redding gewann den Fall. Na, was haben die bekommen? 8 Millionen oder was? Aber das geht natürlich gar nicht, das einem 13-jährigen Mädchen anzutun. Hello Kitty Terroristin. Okay, Hello Kitty Terroristin. Wahrscheinlich, pass auf, ich gebe eine Prognose ab. Die Schülerin kam mit einer Plastik-Hello Kitty-Pistole zur Schule. Ja, und das wurde als gefährlich eingestuft und musste deswegen eine Bestrafung aussitzen. Fünfjähriges Kind aus Pennsylvania brachte ihre Hello Kitty-Seifenblasenpistole mit in die Schule. Als die Lehrer das sahen, haben sie das Kind... Oh, was ist das denn hier? Eine Hello Kitty AK-47 oder was? ...angesprochen und behauptet, dass sie damit terroristische Drohungen macht. Was? Mit einer kleinen Hello Kitty Seifenblasenpistole, bitte? Hä? Das kleine Mädchen hat ihnen gesagt, dass sie mit ihrer Hello Kitty Pistole nur Seifenblasen machen will. Ja, natürlich. Aber das haben die Lehrer als Drohung aufgefasst. Parents outraged, 5-year-old girl suspended, ja? Ein 5-jähriges Mädchen wird suspendiert, threatened to fire bubblegun, wird bestraft, weil sie mit einer Bubble, also mit einer Seifenblasepistole geschossen hat. Ich glaube, es hat... Passt, und die Kleine wurde für 10 Tage von der Schule suspendiert. Die Eltern des Mädchens waren damit aber nicht einverstanden und haben sich zusammen mit einem Anwalt mit den Behörden der Schule getroffen. Ja. Die Strafe wurde daraufhin von 10 Tagen auf 2 reduziert. Aber immer noch eine Strafe. Hallo, die ist 5, die meinte das doch nicht böse. Ja, 2 Tage suspendiert für eine Hello Kitty Seifenblasenpistole. Was kommt denn jetzt noch, ey? Das kann doch nicht krasser werden. Wegen Frisur suspendiert. Der 12-jährige Patrick Gonzalez wurde wegen seiner Frisur für einen Tag von der Schule suspendiert. Seine Schule in Texas war der Ansicht, dass sein Haarschnitt, der den NBA-Spieler Matt Bonner zeigt... Also das sind Originalbilder, meine Damen und Herren. Hier haben wir den Basketballspieler hinten in seinen Hinterkopf einrasiert. Was ist daran schlimm? Also es sieht jetzt nicht besonders gut aus. So, ich persönlich würde mir das nicht in den Hinterkopf reinrasieren. Aber wo ist da das Verbrechen? Warum wird man deswegen bestraft? Eine Ablenkung darstellt. Er wurde nach Hause geschickt und durfte erst wieder kommen, wenn er sich seine Haare komplett rasiert hat. Was? Und die $75-Frisur mit Matt Bonner nicht mehr zu sehen. Ja, $75 sogar noch gezahlt. Lass ihn doch das, so, wenn jemand das möchte oder wenn jemand hier auch El Maggi in die Haare reinrasiert haben möchte, dann soll er das tun. So, das ist, also wenn da jetzt irgendein verbotenes Zeichen wäre oder wenn man damit irgendjemanden verletzen würde, aber das tut niemandem, also das ist für, warum? Das Ganze hat aber auch sein Gutes, denn der Junge bekam Tickets zu den Playoffs und Komplimente von seinem Lieblings-NBA-Spieler geschenkt. Ehrenmann! Ehrenmann, hat der Junge sich verdient, ja? Freunde, mal kurz die Grüße, bevor es weitergeht. Grüße gehen diese Video raus an die Margangster, an das Kanalmitglied Inka Prochno, an die Kommentare Leonard Goodow, an Linus Kinze und den ersten Kommentar im letzten Video hat Avocado Brot geschrieben. Wenn du das Video auch gut werden willst, schreib einfach einen lieben Kommentar oder ihr wisst es, Leute, die Glocke aktivieren, ja? Dann habt ihr gute Chancen, der erste Kommentar zu werden. Pop-Tart-Pistole. An einer Schule in Baltimore wurde ein Zweitklässler suspendiert, weil er angeblich von seinem Zweitklässler. Die sind 7. Seinem Pop-Tart so abgebissen hatte, dass daraus die Form einer Pistole entstand. Ja, das ist einfach nur eine Ecke. Mit ganz viel Fantasie ist das eine Pistole. Das ist ein Zweitklässler. Sag mal, hackt's bei euch oder wie? Der Schüler versuchte seinen Lehrern zu erklären, dass er lediglich versucht hatte, gezielt abzubeißen, um mit seinem Pop-Tart einen Berg zu formen. Das hat ihm der Lehrer aber nicht geglaubt und ihn für 2 Tage suspendiert. Knast... 2 Tage weg, ja. Richtig. Für Fehltage. 2012 hat eine 11-Klässlerin aus Texas mit dem Namen Diane Tran eine Nacht hinter Gittern verbracht, weil sie zu viele Fehltage hatte. Also da muss ich den Buzzer eindeutig mal drücken. Die musste ins Gefängnis, in Knast, wo Straftäter eingesperrt werden, weil sie Fehltage in der Schule hatte. Aus welchem Grund erstmal? Vielleicht war sie wirklich gesundheitlich angeschlagen oder hat eine harte Phase in ihrem Leben durchgemacht. Und selbst wenn sie geschwänzt hat oder wenn sie faul ist oder so, dann muss man noch nicht hinter Gittern. Da gehören Straftäter hinter. Aber nicht Leute, die nicht oft genug in der Schule waren. Das ist mit einer der krassesten Videos. Was ist das denn? Sie hatte 11 unentschuldigte Fehltage innerhalb von 6 Monaten. 11 Tage in 6 Monaten? Das ist nicht mal viel! Laut dem Gesetz in Texas darf ein Schüler aber nicht mehr als 10 unentschuldigte Fehltage... In 6 Monaten Texas? Natürlich in Texas. Die haben da nicht, sich nicht mehr alle. Die haben da einen gewaltigen Sockenschuss in Texas. ...Tage haben.
Das Mädchen versuchte den Lehrern zu erklären, dass sie neben der Schule noch zwei Jobs hatte, um ihre Schwestern finanziell zu unterstützen. Ihre Eltern hatten sich nämlich getrennt und die Kinder einfach so zurückgelassen. Ja, guck mal, die hat sogar noch hart im Leben, musste noch Jobs machen und so weiter und wird dann noch bestraft. Ins Gefängnis. 11 Fehltagen in 6 Monaten. Was? Ist das immer noch so? Besteht dieses Gesetz noch? Wenn ja, dann würde ich mir mal dringend Gedanken machen, liebe USA, dieses mal zu überdenken. Die Schule wollte davon aber nichts hören und hat das Mädchen wegen dem Vergehen angezeigt. Das ist unfassbar. Die Schule zeigt Anzeige. Haben die sonst nichts zu tun, oder was? Die Tasche gesperrt. Christopher Baker, ein 9-jähriger autistischer Schüler aus Kentucky, wurde als Strafe für sein Fehlverhalten in der Klasse in eine Tasche gesperrt und... Einfach in den Sack rein, jo, in den Sack rein. Autistisch, kleines Kind, super bestraft, in den Rucksack sperren. Ich glaube, Sack. Der Reißverschluss wurde zugemacht. Als seine Mutter Sandra Baker ihn von der Schule abholen wollte, war sie schockiert, als... einfach in einem Rucksack eingesperrt. Normal ist man dann als Mutter schockiert. Ich meine, was macht ihr Sohn in einem Rucksack? Was? Ihn gesehen hat, wie er in der Tasche herumgerollt ist. Er hat geschrien und wollte raus. Normal! Ich will auch nicht so gerne in einem Rucksack eingesperrt sein. Normal schreit man da und will da auch raus. Christopher war sogar extra an einer Schule für Kinder mit besonderen Bedürfnissen und... Der war sogar an der Schule für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Und die haben da so ein pädagogisches Einfühlvermögen, dass die Kinder einfach in Rucksäcke stecken. Angeblich war das auch nicht das erste Mal, dass ein Kind an dieser Schule in eine Tasche gesteckt wurde. Wahnsinn. Christophers Mutter hat sich natürlich beschwert und eine Untersuchung zu diesem Fall wurde bereits eingeleitet. Ja, okay. Ist noch in Gange, Freunde. Ist wahrscheinlich noch in Gange. Hintern versohlt. Ein 6-jähriger Junge aus Texas. Texas! Ich hab das Gefühl, Freunde, von allen Fällen hier... kommt 90% aus Texas. Die haben wirklich nicht mehr alle Blätter am Würsing in diesem Bundesstaat. Ja, was da noch für Regeln und für Gesetze herrschen von früher. Es ist mit blauen Flecken auf dem Hintern von der Schule nach Hause gekommen. Und seine Mutter war darüber verständlicherweise ziemlich wütend. Normal. Der Junge, ein Schüler an der Robert E. Grundschule in Austin, wurde geschlagen, weil er den Unterricht wiederholt gestört hatte. Ja, nervt. Als Lehrer, wenn Schüler den Unterricht stellen. Aber es berechtigt dich nicht, den Schüler zusammenzumöbeln mit einem Holzdings hier. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, wie man vielleicht denkt. Denn in insgesamt 19 Staaten in den USA und auch in anderen Ländern weltweit sind solche Strafen immer noch erlaubt. Hier, das ist ja Texas hier. Und aber auch noch sehr viele, vor allem der Süden, Freunde. Vor allem der Südosten, Freunde. Hier geht es auch noch ein bisschen in den Norden rein. Aber die müssen dringend verändern. Ja, States where corporal punishment is legal. Also wo körperliche Schlagen sozusagen noch legal ist. Und auch in anderen Ländern weltweit sind solche Strafen immer noch erlaubt. Zöpfe verboten. Eine Lehrerin aus Milwaukee musste $175 Strafe zahlen, weil sie einem Mädchen im Unterricht einen Zopf abgeschnitten hatte. Warum schneidet sie dem Mädchen den Zopf ab? Selbst wenn der nervig ist, selbst wenn sie da die ganze Zeit drauf rumkaut oder damit rumspielt, dann lass sie doch. Es berechtigt die Lehrerin nicht, diesen Zopf abzuschneiden. Hat sie gemacht, musst du 180 Euro Strafe zahlen. Ja, oh, aber du hast ein trauriges Kind mehr. Bist jetzt glücklich, liebe Lehrerin, oder was? Die Erstklässlerin Lemia Kemen hat... Bei einer Erstklässlerin auch noch. ...hat angeblich während des Unterrichts mit ihren Zöpfen gespielt. Ja, lass sie weil doch. Weil das der Lehrerin gar nicht gefallen hat, wurde Lemia nach vorne gerufen und die Lehrerin hat mit einer Schere vor der ganzen Klasse einen der Zöpfe des Mädchens abgeschnitten. Das ist so asozial. Einfach abschneiden, das ist so asozial. Und in den Müll geworfen. In den Müll geworfen. Die Mutter der Erstklässlerin war darüber nicht begeistert. Normal. Und hat die Lehrerin angezeigt. Normal. Diese wurde zwar nicht entlassen, musste aber Strafe zahlen. Ja, aber auch nur $180. Finde ich jetzt auch nicht sonderlich viel. Das ist ja auch, also, sie hat sie auch körperlich, also das ist ja auch was Körperliches. Lehrer dürfen Kinder erstmal gar nicht anfassen. Und vor allem nicht Zöpfe abschneiden. Auf Erbsen knien. Ein Foto von einer Schule aus Südostasien ging viral. Es zeigt eine Schülerin, die gezwungen wurde, auf gefrorenen Erbsen zu... Auf gefrorenen Erbsen. Die Prinzessin auf der Erbse, die hat ja schon eine Erbse gespürt durch 10 Matratzen. Dann hat sie jetzt hier gefrorene Erbsen und nicht nur eine, sondern hier direkt pro Seite 50 Erbsen. Wie schmerzhaft das sein soll. Also man kann das hier auch erkennen, wie tief sich diese Erbsen tatsächlich in das Fleisch gebohrt haben. Zu knien, nachdem sie sich in der Klasse daneben benommen hat.
Auf dem Foto ist deutlich zu sehen, was für Spuren die Erbsen auf der Haut hinterlassen haben. Das Knien wird schon lange in vielen Teilen der Welt als Strafe verwendet. Mhm. Vor allem in Asien, glaube ich. Strenge Eltern und Lehrer lassen die Kinder auf ungekochtem Reis, Mais, Kies oder auch einfach auf dem Betonboden knien, um ihnen eine möglichst unangenehme Strafe zu verpassen. Das tut halt mit der Zeit weh. Am Anfang geht das noch, aber nach ein paar Minuten tut das dann richtig weh. Passen. Wie findet ihr solche harten Bestrafungen? Ja, Freunde, das war's mit unglaublichen Schulbestrafungen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Also, die Schulbestrafung jetzt nicht, aber das Video an sich. Wenn ihr Videoideen habt, schreibt's mir. Mein Name ist El Margo, man nennt mich auch Mats oder El Maggi, wie ihr Bock habt. Hier könnt ihr mich abonnieren, hier könnt ihr auch mein Insta abchecken. Hier seht ihr zwei andere coole Videos. Vielen Dank fürs Anschauen und bis morgen zu einem neuen Video. Haut rein, ciao, ciao.